Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Aldemots 3. Letztes Mal haben wir unser Wireless Crafting Terminal gemacht und heute eine neue Waffe. Wir wollen mal langsam so in Richtung Nether Stars. Dafür brauchen wir ja immer noch Witherköpfe. Und dafür machen wir uns heute den Claver. Die Klinge, vorbereitet aus 8, machen wir uns aus Manulin. Supremium wäre dafür erstmal zu teuer, kommt später aber auch noch. Den Griff machen wir uns aus Titan. Es ist Valentinstag heute. Jetzt wisst ihr auch, wann ich diese Folge aufnehme. Deswegen haben die Zombies heute Flügelchen. Müssen wir nur warten, bis das durchgeschmolzen ist und sich das alles verbunden hat. Die Platte machen wir dann auch aus Ardite. So haben wir die beste Haltbarkeit. Und dass wir auch am meisten Köpfe bekommen, haben wir einen speziellen Modifier, und zwar Beheading. Dafür brauchen wir nur eine Enderperle und einen Obsidian, und mit jeder Stufe ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Kopf bekommen, 20% höher. Der Cleaver hat schon 20% Grundstufe, wodurch wir gleich 100% bekommen, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Genau, dann fangen wir mal an mit den beiden Stäben. Nummer 2. Dann sollte sich das noch fertig verbinden. Wir brauchen 8 Ingots pro. Hat er noch nicht mal. Der kann einfach wieder weg. Das kann schon mal rein. Hätten wir eigentlich gleich mit reintun können. Wir hatten ja nicht mehr Kobalt. Parallel dazu. Naja, dauert es halt ein paar Sekunden länger. Kriegen wir aber auch noch hin. Die Klinge braucht eh sehr lange zum Kaltwerden. Da ist sie dann noch kalt. Jetzt muss nur noch das hier durch sein. Das schon mal. Da unten ist er. Das kommt hier rein. Die beiden kommen da rein. Und die Platte ist. Das Metall ist geschmolzen. Da können wir eigentlich schon mal Enderperlen holen. Haben wir schon 45 Stück. Und Obsidian haben wir auch über 200. Das muss man noch aushärten. Und dann haben wir auch schon unseren Kleaver und können damit zunächst Netherfestung und Witherskulls farmen. Da ist er. Ich glaube, das kommt dahin. Nein. Da kommt es dahin. Perfekt, seht ihr, er hat Beheading 2. Ach, jedes Level fügt 10% nur hinzu. Macht nichts. Wir haben deswegen hier Titanium genommen, weil das mit Light Metal die Attack Speed etwas erhöht. Ansonsten ist der nämlich so richtig langsam. Hat aber trotzdem eine gute Haltbarkeit. Okay. Da haben wir einen Creeper. Dann modifizieren wir das jetzt. Genau, Beheading 3. 4 und 5. Mehr geht leider nicht. Wir könnten höchstens mal gucken. Wir haben eine Toolrod. Wenn wir die daraus herstellen, wie viel dann die Geschwindigkeit langsamer wird. Wir haben jetzt eine Attack Speed von 0,84 und das sind 0,84. Okay, das verändert gar nichts. Dann machen wir das tatsächlich so. Haben noch einen Modifier mehr. Und haben zu wenig. Gucken wir mal, ob es sich rentiert, wenn wir es zweimal machen.
Ob sich dann immer noch nichts verändert. Geringfügig. Wir haben mit 60%. Ich würde sagen, wir versuchen das Ganze mal. Und wenn es nichts wird, dann können wir es immer noch. Oh, wir haben einen Kopf. Perfekt. Das heißt, es geht jetzt auf in den Nether. Ich habe übrigens rausgefunden, was diese Infinity Booster Cards bringen. Wir haben nämlich hier, wenn man drüber fährt, sieht man Infinity Energy 915 Units. Diese Units werden verbraucht, wenn wir uns außerhalb, oben drüber sieht man auch, des Access Points befinden. Dann verbrauchen wir Infinity Energy. Das Ganze verbrauchen wir auch in einer anderen Dimension. Das heißt, pro Infinity Booster Karte laden wir diese Energy um 1000 Punkte auf und können so von überall, in jeder Dimension, von überall, auch in der Oberwelt natürlich, wenn schon in anderer Dimension, darauf zugreifen. Aber halt, es kostet. Manchmal mag ich den Nether nicht. Eine Festung haben wir gleich hier hinten um die Ecke. Die Zombie-Pigmen haben auch Flügelchen. Lass mal kurz gucken. Der Weg ging hier lang. Wir hören hier einen Gast. Sehr gut, dass man dabei über so einen kleinen Steg läuft. Sind gleich da. Da vorne sieht man sich schon. Loch. Und irgendwo hier hinten habe ich eine Treppe gebaut. Jetzt bin ich erschrocken. Ja, haben wir schon unser erstes Opfer. Und unseren ersten Kopf. Spooky, scary skeleton. Und eine Wither-Asche. Mittlerweile haben wir auch alle Nutritions auf über 90%. Dadurch haben wir insgesamt 11 Herzen bekommen. Ich glaube, eins auch durch unsere Rüstung. Wir haben Strength, Resistance und Toughness. Also wir haben jetzt, ja, auch noch 5, nee, 10 Rüstungspunkte extra. Dadurch halten wir einiges aus, ja. Aber wir sehen keine Wither-Skeletten. Aber Blazes, die uns von hinten beschießen. Hier geht's nicht weiter. Hier ist ein fast unsichtbarer, aber todbringender Abgrund. Sehr schön. Mehr Blazes. Ihr seht nicht mehr, Feuer schadet uns nicht besonders viel. Ah, wir dürfen die Pigments nicht treffen, sonst haben wir ein anderes Problem. Da haben wir noch einen. Kein Kopf. Da oben ist noch eine. Immer mit dem Cleaver bleiben. Sonst. Ein Kopf. Wir bekommen keinen Wither-Effekt, weil wir immer noch diesen Antidot-Charm haben. Wir müssen nur aufpassen, der geht in 24 Mal vergiftet sein kaputt. Und das wollen wir nicht. Das wollen wir sehr nicht. Drüben ist einer. Da habt ihr gerade gesehen, was passiert, wenn Zombies sterben. Oh, da hinten ist auch noch einer.
Vier Köpfe sogar. Wir sammeln gleich mal ein paar mehr. Wir wollen nämlich nicht nur einen Wither spawnen, sondern... Zeige ich das gerade mal. Wir haben nämlich hier auch Tier 6. Seeds. Darunter ist der Nether Star Seed. Dafür brauchen wir 4 Nether Stars. Und Tier 6 Insanium Essence und Crafting Essence. Das ist ein anderes Thema. Aber was wir im Most möchten, sind 4 Nether Stars, sodass wir die hier gleich herstellen können. Braucht man für wirklich nichts anderes. Oh, wir haben sogar ein Tier 6 Inferium Seed. Gut zu wissen. Sondern auch noch unsere neuen Upgraden. Nur für die Seeds ein Drachenei. Das erwachte Draconium können wir hier auch dann direkt machen. Finde ich praktisch, dass das dabei ist. Deswegen sammeln wir gleich 12 Schädel. Habe ich recht? 4 Stück? Ja, 3 Stück brauchen wir. 12 Schädel. Perfekt. Da das Ganze aber etwas länger dauern könnte, würde ich hier einen Cut machen. Und wir sehen uns dann danach wieder. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück und haben unsere 20 Wither Skeleton Skull. Neben dieser Festung, in der wir waren, haben wir noch eine andere gefunden. In der wir noch vieles, vieles anderes gefunden haben. Neben Schilder, Ausrüstung, Tränken, sogar eine Schallplatte. Eine Necrotic Bone. Schön. Die legen wir mal alles ins ME-System. Unser Schwert wurde auf komfortabel abgegradet. Auch schön. Und unser Rucksack hat automatisch, erstmal deaktivieren wir das wieder, alles eingesammelt, was wir so haben. Die Beute kann sich auch sehen lassen. Wir haben sogar eine Blaze-Trophäe, die wir nicht rechtsklicken sollten, weil sie uns sonst anzündet. Sehr nett. Naja, wenn wir jetzt damit Shift rechtsklicken, genau. Ihr seht, damit entleeren wir das Inventar nämlich in die Kiste. Und hier wird's leer. So können wir das Ganze alles ganz bequem ins Magiesystem einlagern. Die lassen wir stehen. Ich habe jetzt gleich 20 geholt. Der Grund ist einfach, wir brauchen noch 8 Stück für den Wither Skeleton Seed. Für den brauchen wir aber Tier 5 Samen. Dafür brauchen wir diesen Growth Essence. Dafür brauchen wir diese 5 Sachen im Empowerer. Der Empowerer und die anderen 4 Sachen außenrum sind das kleinste Problem. Das größte Problem ist das Royal Jelly. Jelly Royal sagt man im Deutschen dazu. Das wird von Bienenkönigen produziert. Bei uns in dem Fall von der Imperial, von der Classical oder von der Business Queen, Princess. Und um die herzustellen, müssen wir uns hier durchzüchten. Ich habe mir auch Notizen gemacht. Deshalb brauchen wir jetzt als erstes Mal, um die Bienen überhaupt zu finden, einen Scoop. Das sind diese Kescher. Standardmäßig wird er so gebaut. Wir bauen uns natürlich die bessere aus Mana-Stahl. Die kommen mal hier rein. Und jetzt können wir uns auf der Suche machen nach solchen Bienenhäusern. Vielleicht finden wir gleich eins, dann kann ich euch das zeigen. Dann cutte ich wieder den Rest raus, bis ich welche zusammen habe. Diese Bienenhäuser sind auch nicht ungefährlich. Die machen nämlich Schaden. Dagegen kann man zwar was machen, allerdings sind die recht aufwendig. Da gibt es Kleidung, also die von einem Imker, um sich davor zu schützen. Mal gucken. Seht ihr, jetzt heißt hier Infinity Energy is low. Wenn wir drüber gehen, nimmt die sogar rapide ab. Dann gucken wir mal nach Bee. Ja, wir haben ein paar. Princess haben wir gar keine. Nur Drohnen haben wir. Modest, Sinister und Steadfast. Modest ist schon mal nicht schlecht, die brauchen wir. Aber wir brauchen noch viel mehr. Da suchen wir mal. Ach, wir haben ja wahrscheinlich schon ziemlich viel kaputt gemacht.
Hier oben wäre sogar noch so ein Meteorit von Applied Energistics. Falls wir noch Stein brauchen, können wir hier auch welche finden. Ah, das ist eigentlich die Idee, bevor wir jetzt hier rumsuchen, gehen wir lieber mit unserem Mining. Da ist es. Unser Portal habe ich mal hier hingestellt für die Mine. Wir gehen lieber in diese Dimension. Oh, hallo Skelett. Jetzt ist aber mal gut. Okay. Den kann ich wieder hier reintun. Die Pfeile fliegen gleich weg. Ich weiß, ich habe sie wieder. Jetzt suche ich gerade die Treppe. Das hat keiner gesehen. Da habe ich die Treppe hochgemacht. Ach Mann, ich will die loswerden. Nein. Dann greifen wir zu drastischeren Mitteln. So. Ich hoffe, wir finden hier gleich ein paar. Dann würde ich nämlich danach einen Cut machen und den Rest alleine suchen. Ja, hier haben wir gleich eine. Ein Unusual Hive, den baut man einfach mit Linksclip ab. Das macht uns Schaden. Und wir bekommen eine Unusual, eine Violent. Da müssen wir mal gucken, ob wir die gebrauchen können. Und dann geht's auch schon weiter. Hier hinten sind, ich sehe gleich noch drei. Ich glaube, wir brauchen unseren... Da ist er. Den hier wieder. Mit V habe ich das eingestellt. Aktiviert man, dass er das automatisch alles einsammelt. Man kann aber natürlich auch alles von Hand reintun. Die roten sind hier interessanter. Was wir nämlich am Anfang brauchen, wäre eine Forest wieder auf jeden Fall. Und dann eventuell Modest oder Tropical. Die wären auch nicht schlecht. Wenn man keine gute Rüstung hat, sollte man sich die Kleidung dafür machen. Die heißt Apia. Genau. Apiarist Pants, Shirt, Hat und Shoes. Die stellt man aus diesem Woven Silk her, die man im Carpenter aus Silky Wisps herstellt. Und die stellt man in einer Zentrifuge aus einer Silky Propolis und Propolis her. Und nee, die kommt aus Silky Propolis raus. Um Silky Propolis herzustellen, braucht man eine Silky Comp und dafür braucht man schon Bienen. Also muss man am Anfang in den sauren Apfel beißen und ein bisschen Schaden abbekommen. Es ist aber, glaube ich, nicht sehr viel, was die machen. Ich würde jetzt sagen, ich mache hier mal kurz einen Cut, nachdem wir den hier abgebaut haben. Gucken wir mal kurz rein. Genau, die hier brauchen wir. Die nicht. Die auch nicht. Die brauchen wir auf jeden Fall. Dann gucke ich mal noch kurz. Ja, da fehlen uns noch ein paar. Ich mache mich mal weiter auf die Suche und melde mich dann nach dem Cut wieder. Bis gleich. Wir sind wieder zurück, haben gut Beute gemacht mit den Bienen hier unten. Die sollten uns hoffentlich reichen zum Starten. Mit der Forest und der Meadows sollten wir eigentlich alles herstellen können, was wir brauchen. Was wir aber jetzt noch brauchen, ist ein Bienenhaus. Ein Api, ja, ich habe mir nicht mehr, wie es heißt, eine Apiary. Und eine Apiary's Chest, die können wir uns eigentlich auch machen. Wir haben nämlich genug von diesen Dingern hier bekommen. Perfekt. Was wir damit machen, ist ganz einfach. Hier ist Platz für unsere Bienen. Wir nehmen mal nur die, die wir auch brauchen. Hier sieht man dann auch direkt, was für Gene und alles die Bienen haben, wenn man sie erforscht hat. Das und das noch rein. Den Rest brauchen wir wahrscheinlich nicht. Deshalb
Kommt alles hier rein. Der Rucksack ist wieder leer. Wir verschieben diesen Rucksack in unser Zweitinventar und das hier auch. Das hier auch. Perfekt. Wir brauchen erstmal diese Apiary. Dafür brauchen wir ein imprägniertes Gehäuse. Oder wir tauschen es bei einem Village, aber ich habe noch keinen gefunden. Dieses Gehäuse machen wir in einem Carpenter. Den machen wir mit einem Sturdy Casing. Kein Problem, den macht man mit Bronze. Haben wir. Und noch mehr Bronze. Gut, wir haben schon mal einen Carpenter. Er kommt dahin, dann hat er auch erstmal Strom. Was wir dann noch brauchen, ist Seed Oil. Das bekommen wir aus einem Squeezer. Wir holen mal kurz unseren Squeezer. S-Q-U, da ist er. Wir gucken mal, ob das auch so klappt. Wir wollen uns Seeds. So viele haben wir hiervon gar nicht. Hier in unserer Farm drüben, in der Kolonie, da ist alles voll mit Seeds. Okay, das dauert verdammt lange. Das gibt uns nur 10. Das bauen wir gleich aus. Ab. Gucken wir nochmal in dem Squeezer. In dem Squeezer oder in dem. Dann bauen wir lieber diesen Squeezer. Nochmal mit Bronze. Haben wir zum Glück mal genug gemacht. Ach, das geht auch mit dem Fluid Transposer. Na dann. Auf zur Kolonie. Ein paar Buckets geholt. Dann holen wir uns ein paar. Seeds, wovon es hier mehr als genug gibt. Ich muss ja meine Ender Chest aufstellen, damit wir hier alles automatisch überbringen lassen können. Die arbeiten hier auch fröhlich weiter, Tag und Nacht. Ich glaube, unser Holzfäller steckt fest, habe ich gerade gesehen. Weil es ist eigentlich Nacht. Jetzt sieht man es auch, dass es Nacht ist. Oh, hier hinten stehen mittlerweile auch Regale. Ah, hier sind die Zusatzregale hingekommen. Hier, das meinte ich. Ziemlich viel Holz, Essen. Mehr Holz und Essen, Essen, Holz, Angeln habe ich mal hingebracht. Ja, das ist voll. Ziemlich. Hoppla. Jetzt gucken wir mal kurz, weil es ist Nacht und hier hinten ist ein Kolonist. Befindet sich hier. Nee, da oben. Da ist er. Manchmal hängt er fest. Ich muss die Bäume ein bisschen anders platzieren. Okay, jetzt nach Hause. Dann haben wir hier den Fluid Transposer. Machen wir mal hier weg. Wir brauchen 250 Millibuckets, also nicht sehr viel. Moment, dann machen wir es anders. Ich hole den Carpenter hier rüber. Und sagen ihm, du exportierst nach links raus. Und du... Das klappt natürlich nicht. Ah, ich brauche Wood. Hier auch Wood. Doch, jetzt ist hier was drüben. Genau, und warum klappt das jetzt nicht? Wir haben Wood, wir haben Seed Oil. 60 erst. Ah, okay, da ist der Grund. Wir haben hier keinen... Och, ja, richtig. Ich habe hier
die Leitung abgebaut, wodurch wir keinen Strom haben. Und wir geben hier nur das Rezept an. Ich muss das Material hier reinlegen. Okay. Dann brauchen wir noch ganz schnell eine Power Cell. Machen wir uns noch kurz eine Power Cell. So, und noch natürlich eine Karte zum Kopieren. Ja, hier hinten ist schon kein Kabel mehr. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein Muster. Ich glaube, das wird heute eine längere Folge. Na, jetzt komme ich da nicht mehr ran. Doch. Die linken wir auf IT4. Und haben hier sofort Strom. Gehen hier auf Out. Perfekt. Läuft wieder. So. Dann hoffentlich geht das schnell, ansonsten cutte ich das hier auch mal ganz kurz. Ja, ist nicht besonders schnell. Je, 100, wir brauchen 250. Können aber auch dann gleich ein paar mehr machen, damit wir mehrere Zuchtversuche gleichzeitig machen können. Was wir dann auch noch brauchen, sind... Oh. Unser Charme ist fast leer. Den legen wir mal vorsichtshalber hier rein. Nicht, dass er uns noch kaputt geht. So, Frames brauchen wir. Und zwar diese hier. Das sind die Standard-Frames. Und hier kommen noch ganz viele von Magic Beast dazu. Der hier wäre eigentlich am besten, aber dafür brauchen wir Magic Warp. Oh, okay, nee. Hier sieht man jetzt, die Produktion wird verdoppelt und der genetische Verfall wird um 10% verringert. Ja, hier sogar um 0,9, aber das können wir nur von einem Villager erhandeln. Dann nehmen wir das Impregnate. Genau, und das brauchen wir auch wieder Seed Oil und zwei Stämme. Okay, wie ich sehe, wir brauchen noch sehr viel Seed Oil. Deswegen würde ich jetzt auf jeden Fall hier einen Cut setzen. Oder wie sieht das hier? Ah, perfekt, er arbeitet hier schon mal. Was wir hier nur brauchen ist eine Kiste. Und hier oben. Sieht's. Das kommt mal hier rein. Und dir sagen wir, du importierst von rechts automatisch. Klappt das? Ja. Sollte sich ja automatisch die Sieht's, fällt das alles hier rein. Und wir haben unser erstes, genau, Casing. Das Ganze können wir jetzt zu einem Apiary machen. Ich zeige euch noch kurz, wie das Ganze dann funktioniert. Perfekt. Weil wir brauchen nämlich noch was Spezielles. Ach ja, die Bienen fallen trotzdem raus. Ich dachte, sie bleiben vielleicht drin. Jetzt natürlich noch ein Leck kurz vor Schluss. Dankeschön. Nee, andersrum war richtig. Wenn wir die jetzt platzieren, ist das unser Interface. Hier kommen die Frames rein. Ich suche gerade mal danach Frame und mach mal einen von den einfachsten. Die kommen hier rein. Und hier links kommt jetzt eine Prinzessin und eine Drohne. Wir nehmen mal eine Forest Prinzessin und eine Drohne von diesen Meadows. Seht, jetzt arbeiten die paaren sich
und rauskommt eine Queen. Forest Queen. Die sagt uns jetzt, was sie braucht. Erstmal braucht sie Flowers. Und sie sagt, es ist zu trocken. Das Klima hier ist normal und arid. Die Feuchtigkeit liegt gerade mal bei 5%. Was für ein Gebiet haben wir denn hier? Shrubland. Okay. Dann gucken wir mal, dass wir das Biom ändern. Ansonsten müssen wir das Ganze nämlich befeuchten. Ist gar nicht, dass wir hier in einem Shrubland sind. Sieht gar nicht so aus. Ich bin auf Orangen umgestiegen, um Obst wieder auf Maximum zu bekommen. Gibt's hier überhaupt andere Biome? Auf jeden Fall haben wir das Grundprinzip jetzt gerade schon mal gesehen. Wir müssen immer eine Drohne und eine Prinzessin zusammentun. Die ergeben dann ein Supf, haben wir jetzt. Die ergeben dann eine Queen. Das war falsch. Und wo haben wir sie? Genau. Die sagt uns jetzt nur No Flowers. Temperatur normal, Feuchtigkeit normal. Hier könnten wir arbeiten. Wenn wir jetzt Flowers hätten, zum Beispiel brauchen wir hier dann Leon oder Poppies. Haben wir eine? Vielleicht reicht uns eine schon. Eine reicht uns. Jetzt sinkt diese Leiste hier. Und sobald die leer ist, das dauert lang. So, war im Weg. Ich glaube, ich habe mich jetzt gerade unbeliebt gemacht. Wir sehen hier oben auch die Lebensspanne. Deswegen werden wir mehrere nebeneinander platzieren. Ihr seht jetzt auch überall diese kleinen Bienen rumfliegen hier. Und das ist auch ein Stück runtergegangen. Ihr seht, das wird ziemlich lange dauern und damit verschone ich euch. Das wird sehr nervig. Und dann könnten wir hier mit der Zeit wird aus diesen beiden Bienen eine gewöhnliche Kammenbiene mit einer Forest und so einer Kammen können wir zu einer Cultivate hochzüchten. Eine Cultivate und eine Common ergeben zusammen eine Noble. Eine Noble und eine Cultivate zusammen ergeben Majestic. Und die Noble und die Majestic zusammen ergeben dann die Imperial. Und diese brauchen wir. Wer das nicht verstanden hat, kann einfach hier nachgucken. Man gibt Royal Jelly ein. Wir nehmen die Imperial. Die ist einfacher als die Classical. Die Business habe ich eh nie verstanden. Die ist aus einem anderen Mod. Die braucht Noble und Majestics. Für eine Majestic brauchen wir Noble und Cultivate. Für eine Noble brauchen wir Common und Cultivate. Für eine Cultivate brauchen wir Common und Forest. Und für eine Forest, die haben wir gefunden. Beziehungsweise, was uns noch fehlt, ist... Oh, wir haben keine Äxte mehr. Das können wir uns auch gleich drum kümmern. Die Common braucht noch Forest und Meadows. Und das versuchen wir jetzt gerade zu bekommen. Das ist eine Forest- und Meadow-Kreuzung. Und die versuchen wir jetzt weiter zu züchten. Das versuche ich mal zwischen den Folgen. Wenn was Interessantes passiert, schneide ich das dann kurz rein. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie hin. Und wünsche euch dann viel Spaß beim Nachmachen. Ciao.